Hallo, Anita. Hey, hallo. Schön, dass du gekommen bist. Ich wollte mal gucken, was du so Neues hast. Du siehst Ja. ja heute toll aus. Ja, ich sehe immer toll aus. Im Dunkeln. Ich habe etwas gehäkelt heute für euch. Und Das sieht zwar ja toll ein aus. Lancelot. So habe ich ihn genannt. Lancelot. Namensgeber ist von meinem Mann gewesen, weil er meinte, das sieht aus wie ein Kettenhemd. Und sieht wahrscheinlich auch gut aus, nur mit Unterwäsche drunter. Das würden wahrscheinlich jetzt die Männer denken und sagen, ja, das sieht gut aus, aber mit nichts drunter. Kannst du mir zeigen, wie das geht? Ja, klar. Also, ja, wir setzen uns einfach dahin. Folgende Wolle habe ich mir ausgesucht. Und zwar eine bombastische Wolle von Katja. Katja hat also hier so einen Farbverlaufsgarn rausgebracht. Das sind immer 100 Gramm Knäule. Da braucht er also auch nicht so viel anzuknoten. Sicherlich geht der Lancelot auch in Streifen in verschiedenen Farben. Hier finde ich es halt schön. Ihr braucht nichts anknoten. Ihr könnt das einfach weghäkeln und fertig ist. Es ist eine 100% Baumwolle. Ist eine schöne glatte Faser. Zwar nicht merzerisiert und gasiert, braucht auch nicht, sondern die hat einfach nur eine schöne Haptik. Gibt es also auch in einer schönen Farbauswahl. Ich konnte mich doch kaum entscheiden, in welcher Farbe ich diesen Lancelot machen soll, weil die Farben alle schön sind. Katja selber hat aus dieser Wolle in diesem Magazin hier so eine Tunika gemacht. Finde ich auch mega bombastisch. War ich erst am Überlegen, ob ich diese Tunika nachhäkel. Und da fiel mir ein, ich mache für euch einen Lancelot. Und diesen Lancelot kann man wirklich sehr einfach häkeln. Die Farbe, die ich genommen habe, in meinem Lancelot hier, in der Kindergröße, ist die Farbe, es hat 104. Und ich habe zwei Knäuel dafür nur gebraucht, für Größe 36. In der Anleitung steht drin, wie viel Knäuel ihr braucht in eurer Größe. Also man kann diesen Lancelot, weil es eine A-Linie ist, auch für Damen machen, die groß sind, klein, dick oder dünn. Also in den Genussgrößen Also auch. mit 44, 46 bin ich auch dabei. Unbedingt. Und Sehr ihr könntet gut. ja auch so lang machen, wie ihr wollt. Im Grunde genommen kann man davon auch ein Kleid machen. Für unter der Brust würde ich nicht empfehlen. Also so die Länge ist dann wirklich ganz schön. So quasi bis zum Oberschenkel oder so, Ende Hüfte. Das ist dann für sich schön. Ja, ich habe jetzt mal angefangen mit. Also, ich habe eine Dreier-Häkelnadel genommen. Hier. Und ich nehme immer die ergonomische. Die sind einfach mega. Sehen aus wie eine Zahnbürste. Mit Haken vorne dran. Und man häkelt mit dieser Häkelnadel anders wie mit einer normalen Häkelnadel. Also hier wird nichts stramm festgehalten, sondern locker. Und dann dreht ihr die Nadel beim Häkeln. Durch diese Drehung, die Drehung geht in die Hand rein und die rutscht nicht weg. Das könnt ihr mit einer normalen Häkelnadel nicht machen. Das geht nur mit so einer ergonomischen Zahnbürstenhäkelnadel, sage ich jetzt mal. Der Nachteil dabei ist, wenn ihr da einmal mit häkelt und damit gut zurechtkommt, wollt ihr keine andere mehr. Die damit häkeln, ja, die wollen auch nichts anderes mehr. Ich auch nicht. Ich würde nicht mehr mit so einer normalen Häkelnadel arbeiten wollen. Das ist entspannter für die Nackenmuskulatur, für den Halswirbel und natürlich auch für die Handgelenke. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal und auch beim dritten Mal werdet ihr die Nadel noch nicht drehen. Ihr werdet die festhalten. Das Wort du meinst. Gebt der Nadel die Möglichkeit, ja, ihr müsst also damit arbeiten. Und irgendwann ertappt ihr euch dabei, wie ihr die Nadel nur noch dreht. Ihr erwischt euch selber dabei sozusagen. Und dann geht das wie geschmiert von alleine. Ihr dreht ihn nur noch. Da wird nichts krampfhaft festgehalten. Ja, das zu dieser Nadel. So sieht sie verpackt aus. Gibt's auch im Online-Shop. Könnt ihr bestellen oder auch nicht. So. Also. Für diesen Lancelot, ich habe natürlich jetzt nichts so da, sondern ich habe jetzt einfach mal was vorbereitet. Ihr müsst euch vorstellen, hier kommt der Hals durch. Na, das ist jetzt mal in klein. Die Maschenanzahl, die ihr oben nehmt, am Hals, also wo der Kopf durchkommt,
fängt an bei 92. Also ich habe in meiner Größe, in S, habe ich also 92 Maschen angeschlagen, zur Runde geschlossen und dann 3 Runden feste Maschen gehäkelt. Die Aufteilung, ich muss mal auf meinen Zettel gucken, bei 38,40 wären etwa 100 Luftmaschen, die ihr anschlagt und zur Runde schließt. 42,44 sind etwa 108 Maschen. 46,48 sind 116 Maschen. Und 50,52 sind 122 Maschen. Die schließt ihr also dann zu einer Runde und häkelt 3 Reihen feste Maschen. Dann fangen wir an mit diesen, ja, was sagen wir dazu? Keine Ahnung. Bögen? Bögen. Jetzt müsst ihr euch das angucken. Ich häkle ja links. Ich bin Linksboot. Also, ihr häkelt eine Wendeluftmasche. Nett. Dann dreht ihr euer Häkelstück rum und häkelt jetzt in dem ersten Bogen eine feste Masche. Das heißt rein, raus, Faden geholt und durchgezogen. Anschließend häkelt ihr ein halbes Stäbchen. Dafür holt ihr euch den Faden. Geht in den Bogen rein, holt den Faden zurück, jetzt habt ihr 3 Dinger hier drauf, holt den Faden und zieht das komplett hier durch. Das ist also ein halbes Stäbchen. Jetzt folgt ein ganzes Stäbchen. Faden geholt, durch den Bogen, Faden rausgeholt, jetzt habt ihr auch wieder 3 Maschen drauf, holt den Faden, zieht den durch 2 durch, holt den Faden nochmal und wieder durch 2. Nach diesem Stäbchen folgt wieder ein halbes Stäbchen. Das heißt, Faden holen, in den Bogen, rausgeholt, Faden geholt und durch alle 3 durch. Und dann folgt wieder eine feste Masche. Faden holen und durch beide durch. Zack. So, und jetzt häkelt ihr den nächsten Bogen. Das ist der Bogen 1. Feste Masche. Halbes Stäbchen. Ganzes Stäbchen. Halbes Stäbchen. Feste Masche. Zeige ich euch hier nochmal. Also in diesem Bogen erst eine feste Masche, dann folgt ein halbes Stäbchen, nach dem halben Stäbchen kommt was? Das ganze Stäbchen, genau. So, durch 2, Faden geholt, nochmal durch 2. Jetzt kommt wieder ein halbes Stäbchen. Und dann wieder eine feste Masche. Das geht ja einfach. Ja, geht ja einfach. So. Und diese also ich habe das hier genannt als Luftmaschenkette, habe ich dir dazu genannt. So. Und das sind meine Bögen. Hier. So, und das macht ihr dann bis zum Ende, bis ihr ganz rum seid. Und dann, so, hier kommt wieder das halbe Stäbchen rein. Es gibt wieder ein ganzes Stäbchen. Halbes Stäbchen. Also wenn meine Handarbeitslehrerin mich hier sehen würde, ne, die würde sich im Grabe rumdrehen. Ich bin nämlich als Linkshänder bin ich quasi vom Handarbeitsunterricht suspendiert worden, weil ich ja ein Linksboot bin. Und da hat unsere Lehrerin, ach, die war damals schon so gefühlte 150 Jahre, die hat dann gesagt, nee, Junge, das geht nicht. Du kannst dich häkeln. Links geht das schon mal gar nicht, also du kannst nach Hause gehen. Ja, dann habe ich mich natürlich gefreut, aber von wegen, ich musste dann im Werkunterricht mit den Jungs. Und da habe ich dann gelernt, wie man eine Schublade baut, eine Marionette, weil ich ja Linksboot bin. Ich habe also das Häkeln mir selber beigebracht. Da bin ich nach meiner Oma gegangen und wir sind dann nach Woolworth oder wo das war. Ich glaube, nee, Kaufhalle, so war das. In Kaufhalle in Düsseldorf sind wir gewesen. Und der Oma hat mir dann eine Häkelnadel geholt und so einen riesen Knäuel Acrylwolle. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so, das kann ja wohl nicht so schwer sein.
Und habe dann einfach, gehäkelt. Mit Luftmaschen habe ich angefangen und habe dann so lange Luftmaschen gehäkelt, bis ich das ganze Zimmer wie so eine Girlande. Und dann habe ich weitergemacht. Einfach gemacht. Mit Wolle geht ja nichts kaputt. Man kann ja auch ribbeln, oder? Kann man die übrigens ribbeln, die Wolle? Geht die einfach zu ribbeln? Einmal frei. Also die spaltet sich auch nicht, ne, die Wolle. Spaltet sich nicht, lässt sich gut verarbeiten, läuft gut durch die Hand. Und kann man die auch waschen eigentlich? Ja. Och. Also ich würde sie in eine Waschmaschine stecken. Ich glaube, das geht auch so, ne? 30 Grad. Kann man ja nicht waschen. Doch, hier steht es. 30 Grad waschbar und Nadelstärke ist hier empfohlen 3 bis 3,5. Die läuft 360 Meter. Da ich locker häkel, habe ich eine Dreiernadel genommen. Also das müsst ihr dann halt abstimmen auf eure Häkeltechnik. Und wenn ihr nicht wisst, ob der eng oder locker häkelt, probiert es einfach aus. Also da kann man nichts kaputt machen. Ich zeige euch nochmal die Farben. So. Ja, genau. Und dann kann die Anita in Ruhe uns dann die zweite Reihe erklären. Also mein Favorit ist ja hier dieses Rot. Wo? Dieses Rot hier. Echt? Ja. Schön. Das finde ich besonders toll. Ich glaube, das nehme ich mir auch nachher mit. Oder das Rosa. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist ja immer so, ich kann mich auch nie entscheiden. Aber ist egal, welche Farbe ihr nimmt, das eigene Kind ist immer das Schönste. So, Freunde der Nacht, ich habe das also jetzt hier einmal drumherum gehäkelt. Könnt ihr das erkennen? Das ist also quasi der Bogen 1 und die Luftmaschenkette 1. Also, das war also jetzt quasi die erste Reihe. Wenn ihr also euren ersten Bogen gehäkelt habt, geht ihr in dieser letzten Masche rein oder erste Masche von diesem Bogen und macht hier eine Kettmasche rein, damit ihr das quasi schließt. So. Eine Wendeluftmasche, wendet euer Häkelstück und häkelt jetzt feste Maschen bis zur Bogenmitte, also bis zur Spitze oben. Also quasi bis zum Stäbchen. Genau. So, da häkelt ihr jetzt hier diese festen Maschen rein. So, eine noch. Zack. So, jetzt seid ihr quasi hier an der Spitze angekommen von so einem Bogen. Mhm. Und jetzt wird also quasi eine neue Luftmaschenkette gemacht, die Luftmaschenkette 2. Das heißt, ich mache jetzt keine 3 Luftmaschen, sondern 4. 1, 2, 3, 4. Und häkel in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und wieder 4 Luftmaschen. 1, 4. Und eine feste Masche in der nächsten Spitze vom Bogen. Und wieder 4 Luftmaschen. Und die feste Masche. So, das macht ihr dann auch wieder bis zum unten Anfang. Also das ist im Grunde genommen, ihr häkelt das Ding von oben nach unten. Wie so ein Raglan. Und arbeitet von euch von oben nach unten. Wie so ein Zelt. Also könnte man eigentlich am Anfang des Projektes prüfen, ob man über den Kopf kommt? Ja, theoretisch ja. So, 4, da haben wir hier wieder die feste Masche. Wie gesagt, das ist jetzt hier so ein Musterstück. Das wird ein Püppi-Pullover. Ja, ganz genau. So, und 1, 2, 3, 4. So, und hier ist ja mein Anfang, wo ich die Anfangs Luftmaschenkette gemacht habe.
Dann häkel ich genau da, wo ich die Kette begonnen habe, da häkel ich jetzt rein und mache jetzt hier eine Kettmasche. So, damit die Runde geschlossen ist. So, nachdem die Luftmaschenkette 2 gehäkelt ist, häkelt ihr wieder den Bogen 1. Aber erstmal wieder eine Wendeluftmasche, wendet euer Häkelstück und häkelt also hier in dieser Luftmaschenkette den Bogen 1. Der Bogen 1 war eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen. Das war quasi das Bergauf, hier sind wir am Bergfest und jetzt geht das wieder runter mit einem halben Stäbchen. Und eine feste Masche. So. Und dann häkelt ihr sofort in die nächsten Luftmaschenkette wieder. Eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen. Dann wieder eine halbe. Und eine feste Masche. Wir stellen jetzt mal auf schnell, ne? Ja, genau. So, ich habe also jetzt die Runde beendet hier und schließe wieder die Runde, indem ich hier in der unteren Reihe einfach hier eine Kettmasche einbringe. So, zack, Runde ist geschlossen. Das heißt, ich mache eine Wendeluftmasche, wende mein Häkelstück und häkel natürlich jetzt wieder den Bogen hoch, sodass ich auf die Spitze gelange. Mit Kettmaschen. Ich muss immer wieder auf diese Spitze hinzukommen. So. Und dann häkelt man einfach wieder den Luftmaschenbogen und das Prinzip weiter, oder? Richtig. Und dann wird der Luftmaschenbogen, der wird dann mit der Zeit, weil der Lancelot wird ja natürlich mit der Zeit auch länger, weil ihr häkelt die Schultern und den Oberarm ja direkt mit. Das heißt, er wird immer breiter. Hm? Ja. So müsst ihr euch das vorstellen. Der wird also hier breiter, ihr häkelt die Schultern mit. Und wenn ihr das dann so groß gehäkelt habt, also wie einen großen Teller sozusagen, wenn ihr das auseinander macht, ist das wie ein Teller, dann klappt ihr das zusammen, haltet euch das an und guckt, dass ihr bis unter dem Arm gekommen seid. Kannst du das mal bei dir zeigen, wenn du aufstehst? Ja, ich stehe es mal immer auf. Also ihr häkelt das quasi in Runden, immer hin und her. Und legt euch das um den Kopf rum, bis ihr über die Brust etwa seid, dass ihr hier die Arme unten schließen könnt. Ah, okay. Und dann häkelt ihr über den Arm drüber hinweg. Und das auch wieder in Kreisen hin und her. Unten wird es dann wieder etwas breiter, also ausgestellt, weil es ja eine A-Linie werden soll. Es ist immer sehr schmeichelhaft, so eine A-Linie. Und könnt dann unten den Abschluss machen, wann immer ihr wollt. Anschließend könnt ihr entweder den Arm so lassen oder ihr könnt auch den Arm etwas länger häkeln als Dreiviertelarm oder auch von mir aus als Langarm. Also dieses Ding ist komplett bebaubar, sage ich jetzt mal. Genau so, wie ihr das braucht. Wenn ihr oben mehr braucht, dann müsst ihr dann halt hier oben mehr häkeln. Seid ihr untenrum schmal, dann könnt ihr das hier verschmälern oder halt weiter ausgestellt. Und ich denke mir mal, als Kleid oder auch als Strandkleid finde ich das mal eine tolle Sache. Ein Bikini darunter, Badeanzug drunter oder überhaupt als Kleid. Allerdings dann mit einem Unterkleid darunter. Oder wenn jetzt natürlich so ein Granatenmädel dahin kommt, die kann auch ein Bikini darunter anziehen. Aber für uns normale Frauen würde ich da ein Unterkleid drunter tragen. Das ist also der Lancelot. Bitte nochmal von hinten aus. Der sieht wirklich toll aus. Ich muss noch mal nah rangehen. Ja, du das. Ne? Ich muss mir das noch mal genau gucken. Ja. Toll. Ah, und das ist jetzt hier die Linie, die man hocharbeitet, genau, sozusagen. Genau, wo ich immer diese Kettmaschen, hier kann man es sehen, wie ich diese Kettmaschen immer an der Spitze hochgehäkelt habe. Das sieht toll aus. Ja, deswegen sieht das hier so quer aus. Wenn man das nicht mag, kann man das auf dem Rücken tragen.
Und im Grunde genommen, wenn ihr auch den Lancelot auszieht und wieder anzieht, also da müsst ihr genau gucken, wo ist die linke und rechte Seite. Aber bei dem Lancelot ist das eigentlich egal, weil der von beiden Seiten im Grunde genommen gleich aussieht. Am Ende des Lancelots habe ich die Spitzen hier mit Kettmaschen umhäkelt. Mhm. Und an der Spitze selber, kannst du das sehen? Ja. Da sind also drei Luftmaschen drin. Nachdem ich die drei Luftmaschen gemacht habe, habe ich in der gleichen Masche wieder eine Kettmasche reingemacht, sodass das hier so ein kleines... Wie so eine Art Picot. Genau. Und Picot, oder wie das heißt. Genau. So. Mhm. Und dann häkelt ihr einfach hier Kettmaschen hier runter, Kettmasche rauf und dann wieder ein Picot hier hingesetzt. Mhm. Und dieses Picot wird gemacht mit drei Luftmaschen. Mhm. Und dann müsst ihr halt eine Kettmasche wieder in die... vorher gehäkelte Masche wieder reinmachen. Und dann bekommt ihr hier so ein Müppelchen hier vorne dran. Okay. Sieht hübsch, ganz apart hübsch aus, ja? Ja, ist mal was anderes, ne? Ja. Ja, und da könnt ihr alles Mögliche drunter tragen. Hm. Auch solche Farben, also passend zu euren Klamotten. Und sieht immer gut aus. Kannst du mir noch mal die Farben zeigen, die so im, die du von der Wolle hast? Ja. Ich habe sie ja nicht gezählt, weil da zu viele sind. Also ich habe jetzt hier, was ich hier angehegelt habe, das ist die Farbe 102. Dann haben wir hier das mit Lila und Gelb, Blau, Farbe 105. Dann geht das so in die Blautöne rein, Blau mit Flieder, 101. Das ist das, was ich anhabe, die 104. Und pinker halten ist die 106. Schön in... Ein schönes Haar. Das erinnert mich irgendwie an die Südsee, ne? Ja, aber da fehlen 100... jetzt nur noch die Palmen. Ja, das ist, ne? Was für das Strandkleid. Das hier, ja, ja, ganz genau. Das stelle ich mir jetzt auch so vor, unter Palmen. Ach ja. Wie schön wäre es. Richtig, genau. Also Farbe 100. Dann gibt es das hier, das ist also in blasseren Tönen gehalten, in rosa und lindgrün. Die auch 102. Schön. Ja, finde ich auch gut. Na, oder dann hier. Die 103. Das Schöne ist bei den Farben, dass ihr die untereinander auch wechseln könnt. Hier zum Beispiel, also dieses Rosa, was in der Farbe 102 dran ist, das Rosa ist auch in der Farbe 103. Und so ist das auch mit den anderen Farben. Also dieses Blau, was hier drin ist, ist auch das da drin und man kann das untereinander mischen. Hm. Und das hier sieht so schön aus wie ein Paradiesvogel, finde ich, ne? Das ist mein... Dein Favorit? Mein Favorit. Ja? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, welchen ich nehmen sollte. Keine Ahnung. Ich habe einfach, ich habe jetzt mal halt diese Farbe genommen, diese hier, was ich anhabe. Und dann gibt es ja noch hier die Dame auf dem Bild. Die wird auch diese Farbe hier haben. Die 104. Ja. Sehr schön. Ja, ne? Sehr schön. Cool, ne? Aber ich glaube, ich nehme das Rot. Das ist mein Favorit. Ja, das tut fort. Darf ich dich anrufen, wenn ich Fragen habe? Ja, unbedingt. Sehr gut. Also ihr könnt ganz immer anrufen. Ne? Es gibt also keine blöden Fragen, nur unzureichende Antworten. Denn wir haben ein Hobby und das ist Handarbeiten und da ist niemand allwissend. Ich auch nicht, ich bin auch nicht Jesus, weiß auch nicht alles. Ich muss auch viel erfragen und hol mir die Tipps auch gerne. Also von daher. Sehr gut. Habt einfach Spaß. Ich danke dir, Anita, für deine Ausführung. Sehr gerne. Bis danke. Bald, ne? Tschüss. Tschüss.